39,90, bitte. Hallo? Oh, sorry, ich war gerade ganz in Gedanken. Bin heute irgendwie neben der Spur. Ja, kenne ich. Schlecht geschlafen, wa? Ja, Sie kennen das auch. Ja, Stress. Ja, Stress. Gell, wenn man nachts aufwacht und plötzlich weiß, ich sterbe irgendwann und alle, die ich kenne, auch. Meine Existenz ist völlig bedeutungslos, mein Leben verpfuscht und verhunzt und in 2 Stunden klingelt der Wecker wieder. Anstrengend, oder? Ja, voll. Ja, und dann liegt man da und fragt sich, was machen wir eigentlich die ganze Zeit bis zum Tod? In dieser Konsumblase vor uns hin vegetieren, haufenweise sinnlosen Scheißdreck in unsere völlig überteuerten Wohnungen schleppen, damit wir uns individuell fühlen. Und in Wirklichkeit sind wir komplett ferngesteuert von diesen ganzen sozialen Medien und diesem immerwährenden Zwang, perfekt und glücklich zu sein. Wollen Sie die Käserabe doch nicht kaufen? Hä? Ja, doch. Okay. Tüte für 6,50? Auf gar keinen Fall. Jedenfalls letzte Nacht habe ich dann gedacht, was ist, wenn diese vorgefertigte Verheißung von Glück nur eine Illusion ist? Und ich mit jeder meiner Handlungen nur das Rad von Elend und Ausbeutung weiterdrehe? Ja? Und es in diesem Spätkapitalismus gar keine Authentizität, gar keine echten Erfahrungen und kein wahres, autonomes Ich mehr gibt. Das wäre ein schöner Scheißdreck, oder? Ja, klingt jetzt ein bisschen spezifisch. Kenne ich jetzt nicht so. Nett? Nee. Ich schlafe nur manchmal schlecht, weil meine Nachbarin nachts so laute Blähungen hat. Das klingt, als ob jemand einen schweren Eichenschrank verrücken würde. Ach so. Auch ätzend. Ja. Aber das mit dem Sterben? Nee. Naja. Na, ist ja auch wurscht, gell? Also, muss man bei Ihnen noch mit echtem Geld bezahlen oder geht das kontaktlos per Telepathie? Wie Sie möchten. Wenn Sie telepathisch bezahlen, kriegen Sie noch eine Badekugel aus echten Delfintränen dazu. Und wenn Sie einwilligen, dass ich alle Ihre Daten verkaufen darf, an wen ich möchte, kriegen Sie beim nächsten Mal 10%. Hopp, dann. Danke. Oh, meine Badekugel.